Donnerstag, der 18. April 2013. Die Zeichen bei Accenture in Kronberg stehen auf Gold-, Silber- und Bronzekurs. Der Kommunikationsverband verleiht den begehrten und in der Branche geachteten Bob Award, dem Best of Business to Business Communication Award 2012. Ich bin sehr stolz auf den Bob, weil es gab ja mal Wettbewerber, die gesagt haben, sie könnten uns da etwas abgraben. Der Bob hat sich durchgesetzt. Und das sehen auch die rund 150 Gäste so. Die von NTV-Börsenmoderatorin Corinna Wohlfall charmant durch den Galaabend geführt werden. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum 15. Bob Award. Über die Jahre hinweg hat sich der Bob nicht nur durchgesetzt, er ist mittlerweile eine echte Benchmark in der Branche. Also in den letzten 7 Jahren hat der Bob eigentlich an Qualität gewonnen. Wir sind deutlich relevanter geworden. Wir haben richtige Leute, also die richtigen Leute in den Einreichungen, die großen Agenturen, die kleinen Agenturen, die Quereinsteiger. 2 Tage lang hat eine 24-köpfige Jury über insgesamt 189 Einreichungen in 10 Kategorien diskutiert. Das Ergebnis: 30 Auszeichnungen, 14 mal Bronze, 11 mal Silber und 5 mal Gold. Die zeichnet halt aus, dass alles stimmt, dass die Strategie gut ist, dass eine tolle Idee da ist, dass die Umsetzung stimmt und am Ende auch Ergebnisse. Das sind die 4 Kriterien, die der Bob bewertet und auch auszeichnet. Und wenn alles zusammenpasst, wenn alles stimmt, dann ist es oft Gold wert. Hier ein Goldbeispiel aus der Kategorie Live Communication und Messen. Facts and Fiction. Ausstellung Märchenwelten. Goethe-Institut. 200 Jahre Gebrüder Grimm. Ein Spagat zwischen Wissensvermittlung und Unterhaltung. Die Besucher der Ausstellung tauchten ein in die Welt der Helden, Tiere und Magie. Die Stimmung bei den Gewinnern, ob auf Kunden- oder Auftraggeberseite, ob national oder international, ist überwältigend. Wir haben den Gold Award gewonnen und freuen uns sehr darüber. Ja klar, also das Gold ist ja immer cool. Damit haben wir jetzt wirklich nicht gerechnet und ich bin begeistert und vielen Dank. Es ist immer noch erstaunlich, wie das Herz schlägt, wenn es dann doch Gold ist statt Bronze oder Silber. Das freut uns unheimlich, weil es vor allen Dingen hier mit sehr viel Minimalismus und einer starken Idee gewonnen hat. Es ist ein super Gefühl. Es ist das tollste Projekt, das wir bisher in unserer Agenturgeschichte machen durften. Very happy to be in Frankfurt and to sort of travel back to Sweden with a gold award. Doch bevor es zurück in die Agenturen und Unternehmen ging, konnte man sich beim anschließenden Get-Together in lockerer Atmosphäre untereinander austauschen.